Leute, willkommen zu einem weiteren Video. Ich werde euch heute die beiden Befehle Fill und Set Block etwas näher bringen. Dazu befinde ich mich in meiner kleinen Testwelt, in der ich auch schon das Tutorial zu der Tyver-Falle aufgenommen habe. So, aber landen wir doch erstmal. So, fangen wir an mit dem Fill-Befehl. So, Fill, was kann man damit machen? Man kann, indem man Koordinaten eingibt, einen bestimmten Radius mit Blöcken auffüllen. Das werde ich hier ganz einfach mal zeigen. Ich habe einen bestimmten Bereich mit Steinen abgegrenzt und zack, haben wir dies mit Goldblöcken ausgefüllt. Man kann das aber zum Beispiel auch mit jeder anderen Art Blöcken machen. Gib mir einfach mal Holz ein. Zack, ist das mit Holz aufgefüllt. Oder wir nehmen, was weiß ich, das mal Marvin. Ich kann das mal Marvin. Okay. Vielleicht schreibe ich es auch nur falsch. Nehmen wir Diamant. Ja, Diamantblock. Okay. Oder man kann wie in diesem Fall hier Luft nehmen, dann ist der Boden weg. Man hat vielseitige Anwendungsmöglichkeiten. Man kann sich ein ganzes Haus damit bauen. Man kann die Seitenwände hochziehen, den Boden, das Dach. Dann hat man halt ein viereckiges Haus. Auf diese Art kann man World Edit Kommandos nachstellen. Man kann eine Mobfalle damit bauen. Ja, wie schon gerade gezeigt, ist der Boden da. Können die Mobs drauf fallen, wenn man einen Spawner zum Beispiel hat. Sind genug Mobs da? Zack, Boden weg, sie fallen runter und sterben. Oder die Mobs spawnen ganz normal. Zack, man sieht eine Wand in ihren Köpfen, in ihrem Körper. Sie fallen einfach um und man kann die Items einsammeln. Seid einfach kreativ, euch fällt schon etwas ein. Als nächstes haben wir den Setblock-Command. Dieser setzt ähnlich wie der Fill-Command Blöcke, aber immer nur einen einzigen Block an den Koordinaten, die man eingibt. So, seht ihr diese Redstone-Lampe? Ich habe mir jetzt als Ziel genommen, einen Redstone-Block zu spawnen. Lampe ist aus. Zack, Lampe ist an. Lampe ist wieder aus. Lampe ist an. Da ich einen Redstone-Block spawne, genau an dieser Stelle, ja, powert ihr meine Redstone-Lampe mit einem Signal. Auf diese Art kann man zum Beispiel über hunderte Blöcke Distanz Redstone-Signale auslösen. Oder wenn man jetzt zum Beispiel in einer World Map spielt, kann man sich einen Startpunkt setzen, um eine Welt aufzubauen. Ihr könnt, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Spieler trollen wollt, eine Pfeilschussanlage auslösen oder sonstiges. Euch wird schon irgendetwas einfallen. Und eine weitere Sache am Schluss, weil das auch viele Spieler nicht wissen: Ich werde euch noch zeigen, wie ihr Command-Blöcke kopieren könnt. Wenn ihr jetzt draufklickt, ganz einfach mit mittlerer Mausrad-Taste und den Command-Block dann setzt, ist er leer. Aber wenn ihr mit Steuerung draufklickt und dann mittleres Mausrad, ist der Befehl kopiert. Noch eine Sache, wie ihr den Befehl aus dem Command-Block ganz einfach rauskopieren könnt. Steuerung, dann A und dann C, dann ist der Befehl kopiert. Nehmen wir den leeren Command-Block, klicken rein, Steuerung C. Hey, müssen wir mich ärgern. Zack. Steuerung V natürlich, Steuerung C ist ja kopiert. Also, Steuerung V. Und er ist drin. Also, wie haben wir das nochmal gemacht? Wir klicken rein, Steuerung A, Steuerung C für kopieren, leeren Command-Block setzen und Steuerung V. Und er ist drin. Okay. Tja, Leute, dann würde ich sagen, war es das für dieses kleine Tutorial. Das war jetzt nicht sehr umfangreich, es waren nur zwei, drei Tipps am Rande. Ich will euch, ja, ich will eure eigene Kreativität anregen.
mit diesen beiden Befehlen Fill und SetBlock selbst etwas ja, bauen könnt. Seid kreativ, errichtet Häuser, errichtet Mobfarmen, holt Spieler damit und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, ciao Leute, bye!